Aha, da sind sie endlich, Trooper. Entschuldigung, Sir, ich habe mich verlaufen. Na, wie dem auch sei. Männer, heute geht unsere Reise zu den Monden von Bogdan. Aber ich kann Ihnen mitteilen, dass wir einen ARC-Soldaten an unserer Seite haben. Darf ich vorstellen, Alpha 8998. Wir machen sie weg, Männer. Und dann ging es los. Wir stiegen ins Kanonenboot, die Klappen schlossen sich und wir flogen ins All. Es war sehr berauschend, aber auch nur so lange, bis wir das Kreuzfeuer der Druiden erreicht hatten. Sie schossen alles, was sie hatten, auf unser Kanonenboot. Das war dann etwas beängstigend. Aber nach einer Zeit lernt man, damit umzugehen. Mayday, Mayday. Wir müssen außerhalb des Landepunkts landen, sind getroffen worden. Ich melde nochmal. Mayday, Mayday, müssen außerhalb des Landepunktes landen. Circa 3 Kilometer entfernt. Außerhalb des Landepunktes, circa 3 Kilometer entfernt. Geben Sie mir Bericht, Trooper. Jawohl, Sir. Los. Nun ja, ein kleines Bataillon Druiden hat sich von der Hauptstreitmacht im Westen gelöst. Und sie kommen nun direkt auf uns zu. Das bedeutet, dass wir jeden einzelnen Blaster gebrauchen können, der auf unserer Seite steht. Denn die Druiden sind uns von den Zahlen her im Dreifachen zu überlegen. Okay, ich brauche einen Bark Trooper, der nach vorne fährt, um zu sehen, wie viele Druiden denn jetzt wirklich hier auf dem Weg sind. Ich melde mich freiwillig, Sir. Gut, Soldat. Viel Glück. Sergeant, es sind zu viele. Ich weiß nicht, ob wir allein mit denen fertig werden. Ah. Feuer. Guter Schuss, Devin. Verdammt, meine Munition ist leer. Da hat doch jemand nachgeholfen. Das müsste den Klappergestellen mal ordentlich Feuer unterm Hintern machen. Sergeant, los, Devin, verarzte ihn. Mach ich. Oh nein, friss das Klappergestell. Trooper, hinter ihn. Puh. Das war mal knapp. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Schlacht auf den Monden von Bogdan doch noch so unbeschadet überstehen konnten. Als wir diese kleine Schlacht 3 Kilometer westlich des Landepunkts geschlagen haben, machten wir uns auf den Weg zur Hauptstadt, wo die eigentliche Schlacht eskaliert war. Wir waren mit Druiden in der Unterzahl. Aber wir haben nicht mit dem Jedi-Commander Ray Sin gerechnet, der uns in dieser Schlacht treu zur Seite stand. Ein wahrer Schüler der Macht. Hey, Jungs, bleibt stehen, ich komme zu euch hinunter. Coach, Devin, ihr zwei seid in diesen Schlachten über euch hinausgewachsen.
Die Munde von Bogdan und ich ebenfalls verdanken euch unser Leben. Dazu kommt nur noch hinzu, dass die Mone von Bogdan auch die Freiheit euch verdanken. Ich bin nun sehr stolz, euch mitteilen zu können, dass die 501. sehr stolz wäre, wenn ihr beitreten würdet. Und dann sage ich so, Baby, wie wär's, wenn wir mal ein Glas trinken gehen? Und sie so, ah! Was war das? Keine Bewegung. Halt. Das muss ich erledigen. Sieh die Abschau. Es war sehr schön, wie zwei Mächte der Macht aufeinander stoßen. Au! Jetzt werdet ihr sterben. Das glaube ich nicht. Wollen wir fortfahren? Nicht nötig. Ah, nein. Commander, halten Sie das Seil fest. Kommen Sie rauf. Geht es Ihnen gut, Commander? Ja, Trooper. Sagen Sie dem Piloten, es soll sofort auf unseren Hauptkreuzer in der Blockade. Sofort hinauf. Ich muss sofort wie möglich mit dem Jedi-Rat kommunizieren. Ah, Commander Singh. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Erfolg auf dem Mond von Bogdan. Allerdings muss ich Ihnen betrüblich mitteilen, dass sich ein Ewok-Dorf auf dem Waldmut Endor wegen ihrer Rohstoffe in den Händen der Separatisten befindet. Ihre Mission lautet, holt sie unauffällig daraus. Bei großer Aufmerksamkeit werden Sie die Geiseln sofort eliminieren. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Sie können sich auf mich verlassen, Meister Windu. Sergeant, stellen Sie ein Team Ihrer besten Trooper und den Trooper neben Ihnen zusammen. Wir nehmen die ARF-Trooper mit. Das ist der Pilot des konföderierten Shuttles, welches wir abgefangen haben. Wir vermuten, dass er zur Blockade über Endor gehört. Außerdem vermuten wir auch, dass er die Blockadencodes kennt. Von mir erfahrt ihr gar nichts, Jedi-Narren. Du wirst uns die Blockadencodes nennen. Ich werde euch die Blockadencodes nennen. AK-1138. Na, sieh mal einen an. Haben wir was verpasst? Noch nicht.